Kräftesammlung war. Und jetzt geht es noch richtig in die Station von Mo. Du sagst einfach, wenn du keine Lust mehr hast. Nee, bei sowas habe ich immer Lust. Also das stört mich nicht. Das, ja, ich glaube, der Chat auch. Ich freue mich, dass mein erstes Mal bin ich im Twitch und ja, das ist überhaupt erste Mal in Deutschland so mit Twitch. Das ist gut. Und für mich ist auch, ich bin danach mache ich auch einer, weil ich muss doch so viel Talk bei mir auch machen. Und dann muss man bei Vereinen, weil meine Vereine spielen und so, und dann muss man immer viele Fans begeistern und diese ganze. Da musst du mir auch helfen. Machen wir. Mach ich. Und du hast eben gesagt, du warst noch nicht so oft bei Twitch, aber so generell so viel in den Interviews. Twitch war ich, das ist das erste Mal. Ja, aber so generell in Fernsehinterviews bist du auch gar nicht so oft, oder? So, dass man ja, das doch, aber bei Zoom, Twitch, das ist das erste Mal. Ja. Immer nur, ich bin nur bei Zoom-Telefonaten so, ja. die schicken mir Links, gehe ich, da war ich schon. Ja. Ganze Afrika-Cup, wo ich noch nicht in Kamerun bin, jeder Länder, den wir zusammen mitspielen, und dann die lade mich ein, halbe Stunde, eine Stunde da, ich bin überall jetzt. Ja, ja, dann gehe ich mal so ein bisschen rein wieder, wir waren ja jetzt eben in Deutschland schon wieder, deshalb auch die ein oder anderen Vereine, die wir ja eben schon ein bisschen bearbeitet haben, Eintracht Frankfurt würde ich jetzt rüber wechseln schon mal. Ja, erzähl einfach mal, wie du dieses ganze Jahr speziell gesehen hast. Bei Europa League oder? Ja, genau, diese krasse Leistung. Ja, meine Meinung ist, Eintracht Frankfurt muss sich seine Lizenz für Bundesliga zurückziehen und dann einfach nur bei Europa League eintragen. Dann keine Bundesliga und einfach nur Europa League, weil man muss ehrlich sein. Weil Bundesliga ist jetzt langweilig, das alles, was wir da sagen. Das ist einfach, das macht keinen Spaß mehr, weil Spaß gehört Fußball. Fußball ohne Spaß, so wie Dusche ohne Shampoo, weißt du? Das ist das genauso, wenn du einfach nur raus ein bisschen der regnet. Das bist du nass, aber hast du keine Shampoo auf deinem Körper. Das ist so, Fußball ohne Spaß ist so wie Dusche ohne Shampoo für mich. Ja. Weil das ist alleine, man sieht, Fußball ist der gleiche, was die andere Mannschaften spielen. Und dann nimmst du Eintracht Frankfurt drin. Mhm. Der eine Mannschaft, der nie in Liga bewegt, nach dem Abgang Freddy Bobic, Abgang der Hütter und das Ganze, hat nie Fuß bewegt. Aber in Europa League, da haben die andere Mentalität, andere Menschen, obwohl das der gleiche Mensch ist, die braucht diese Europa League keine Motivation. Du musst auch nicht mehr viel mit dem Spieler reden. Und die sind alles nur fokussiert. Und das ist, du siehst, kleine Sachen ändern alles im Fußball. Kleinigkeit ändert alles. Warum Europa League Eintracht Frankfurt ändert? Weil die Fans sind vom ersten Sekunden bis letzten Sekunden da. Die Fans gibt die Spieler, bevor das Spiel beginnt, wann der Eintracht spielt, morgen, ab heute Abend, die Party ist schon beginning. Bis morgen Abend nach dem Spiel endet die Party nicht. Die Party geht immer weiter. Weil das alles, was da draußen bevor das Spiel passiert, die Jungs sind in Kabine, die gucken das alles. Die haben Videos, Leute, Kameraleute, die da alles von draußen mitnehmen, zeigt, was da abgeht. Und darauf brauchst du keine Motivation. Du bist schon längst motiviert. Du wartest nur, wann Anpfiff ist, dann einfach Gas geben. Und das ist das bei Frankfurt. Gib keine Magic Frankfurt oder nein. Gib ein wahres Gesicht vom Eintracht Frankfurt, Jungs. Weil man kann alles sagen, was man will. Wir haben alle die Spiele gesehen. Die haben diese Spiele noch nicht gekauft. Die haben diese Spiele verdient. Ja, auf jeden Fall. Und das ist das, was Unterschied. Man sagt, warum die sind nicht gut im Liga, die sind hier. Guck einfach, was dich glücklich macht, einfach lass, was dich traurig macht. Fertig. Die Mannschaft braucht keine Ultimatum, die Mannschaft braucht nichts. Die Mannschaft ist da, wo eine Mannschaft sein soll, wenn die gefragt sind. Manche sagen, warum die sind nicht so im Liga und so. Ja, im Liga viel Dinge passiert. Die Fans sind nicht mehr so wie damals. Die zwei Menschen, die noch vertraute Verein haben, haben Verein im Stich gelassen. So, die neuen Spieler, die gekommen sind, einfach braucht Zeit.
neue Trainer, neue Jugend und das alles braucht Zeit. Aber, dann kann man aber eine Mannschaft, die das 2, 3 Jahre davor gezeigt in Europa League, die haben die beste Fans, die ganze Land, die ganze Europa, die eine Mannschaft, die beste Fans haben, weil ich da mich erinnere, Spiele gegen Chelsea hier zu Hause, letzte Saison noch davor, Spiele gegen Arsenal hier gewesen, Spiele gegen Lazio Rom, Spiele gegen Olympique Ja, Marseille. Das krass. ist eine Spiele, die man alles nur sehen und sehen. Diese Mannschaft hat diese Blut im Körper. Diese Mannschaft hat diese Blut im Körper, weil du Mannschaften so wie Lazio Rom hier hast, Chelsea, Arsenal. So, du hast schon so viele Mannschaften hier noch und Barcelona jetzt schon diese Saisonaufwohnung hier haben. So, die haben schon Glasgow Rangers noch, eine Mannschaft, die unserer Deutschlandliga Kopfschmerzen vorbereitet. So, und die haben, weil diese Mannschaft ist nicht einfach. Diese Mannschaft hat schon Leipzig nach Hause geschickt, hat Dortmund nach Hause geschickt. Und so eine Mannschaft, bevor dieses Spiel passiert, jeder denkt, Frankfurt ist schon nach Hause geschickt. Warum? Weil man denkt, ah, Dortmund ist Zweiter in Liga, die haben Dortmund nach Hause geschickt in Ja, Europa League. richtig. Ja, Leipzig ist da, die haben Leipzig nach Hause geschickt. Und die Leute nur, die denken, diese Mannschaft ist groß, deswegen, die verliert. Du hast mit dem Fußball nichts zu tun. Geh, such dir mal andere Arbeit, weil du denkst, die sind groß, die sind nicht. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Wenn du im Kampf gehst, nach dem Kampf kannst du nur die Toten zählen. Wenn du gegen Kampf Toten zählst, wirst du auch getötet. Dann hast du nichts mehr zu erzählen, weil das ist einfach, was eine Mannschaft stark macht. Und diese Mannschaft, ob das zum Glück nächste Saison noch Champions League, Ja. aber wenn die noch vom Champions League wieder Europa League kommen, da sind die da, wo die gehört. Weil das ist das Richtig. erste Mal Champions League. Wir freuen uns, dass die da sind. Die trifft die Mannschaften, die ja, Aber die wer alles weiß, Trophäen und Frankfurt gewinnen. traue ich auch noch ein bisschen mehr, auch zu der Champions League gut aufzutreten. Traurig so, traurig schon falsche Satz. Die sind da. Ja. Das muss man auch nicht mal reden. Das Trauen ist schon Trauen, das ist so, wie du die Kleine machst. Hallo, ich bin Ja. Frankfurter. Ja. Also, egal wer da ist, wir sind dabei. Uns kann keiner schlagen. Das so sind wir, wir sind die Frankfurter. Das Krass. heißt Trauen, nein, wir sind da. Wir holen den nächsten Vorteil. So hat der Das ist Präsident ja für schon uns, wir gesagt. sind da. Ja. Wir sind in diese Liga reingetreten, nicht da schnell wegzugehen. Nein, wir sind da. Dafür haben wir Leben lang gekämpft, Europa League genommen. So, wir werden nur mit dem Pott wieder nach Hause kommen. Das ist, wir fangen die Trophäen zu zählen jetzt langsam. Keine halbe Sache. So, und das ist das, die Mannschaften, die Fans denken, ah, diese Mannschaft sind groß, die haben die rausgeschmissen. Und Frankfurt. Jeder hat gedacht, wir verlieren gegen damals noch Chelsea hier oder Arsenal noch hier gekommen oder ich spiele noch gegen Lazio Rom, Olympique Marseille hier. Wir haben gar keine eine Spiel davon hier verloren oder dort. Wir haben alle Spiele unentschieden am Ende gewonnen, außer da in dem Chelsea, wo uns Elfmeter weggenommen und diese ganze. Wir haben alle Mannschaften hier in Europa League, wenn man nur einfach nachdenken. Wie ist der Barcelona hier gekommen? Jeder hat gedacht, Barcelona wäre uns hier oder dort auseinandernehmen. Hey, Fußball ist jetzt momentan nach dem Spiel. Wenn du verlierst, sagst du, okay, ich habe alles gegeben, ich habe verloren. Aber nicht, weil du große Name, Talent und teuerste Mannschaft und so, und dann denkst du, du gewinnst alles. Wenn das einfach ist, dann brauchst du noch nicht mal irgendwo hinzugehen. Bleib im Computer, dann kannst du nur alles im Computer gewinnen. Das ist es, deswegen. Fußball ist ein Kampfsport. Das Richtig. ist hart Arbeit. Deswegen muss einfach nur so eine Mannschaft sein wie Eintracht Frankfurt. Ja, und dieses Gefühl So. Frankfurt, du hast ja eben die Fans angesprochen, es ist einfach krass und unbeschreiblich, weil ich war zum Beispiel beim Finale, als sie gegen die Bayern gespielt haben, beim Pokalfinale, direkt wirklich 2 Meter, 3 Meter war die Scheibe zum Block von Frankfurt und das war Gänsehaut. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich davon rede, weil es halt ein Ja. Erlebnis war. Ich habe schon viel im Fußball erlebt als Fan,
Und da komme ich jetzt zurück auch oder gehe hin. Ich sitze ja hier im wunderschönen Paderborn, meiner Heimat, meinem Heimatverein Paderborn, wo ich auch einiges erlebt habe. Herzinfarkte zum Beispiel. Hier kam jemand die Inspiration, dass ich auch darüber rede oder dir die Frage stelle, wie du so zum SC Paderborn stehst oder auch welche Erfahrungen du vielleicht auch mal als Spieler vielleicht gemacht hast. Sogar. Würde mich auch selbst interessieren. Ja, ich hab nur Ja, weiß ich gar Prabon nicht mehr. geärgert, ne? Ich habe Prabon da, wo noch der Trainer vom Köln jetzt ist, Baumgarten, Steffen. da Trainer noch war, Stefan. Ja, Prabon für mich ist schon, die spielt gute Fußball. Die einzige Mannschaft auch, die versucht immer in zweite Liga da fußballerisch Dinge zu regeln. Die haben auch sehr gute Jungen, gute Entwicklung, weil warum? Weil damals auch, wo noch Marco Krösche da war, Ja, noch Markus Manager dort, Krösche, ich ja. glaube. Er hat auch dort gespielt, weil da kann er dieses System, deswegen nicht umsonst da er so schnell weg nach Leipzig und dann vom Leipzig hier, da hier in Frankfurt. Und dann bis das wieder diese Entwicklung, das, was er da tut, weil er kann dich gut mit der Entwicklung bei den Jungs und so, weil dieser Fußball müssen wir wieder zurück, da wo wir da gehört, weil Fußball Deutschland geht unten mit der ganze jeder Meckerei, Kritik und diese ganze. Aber Paderborn für mich ist schon in zweite Liga auch viel Pech gehabt, aber ansonsten, die bleibt immer wie für mich die beste Mannschaft in die zweite Liga, weil die haben Dinge, die manche Spieler lösen. Okay, hier in Deutschland, wenn du gute Jungs hast, wirst du von manchen Vereinen abgenommen. So viele Jugend von Paderborn sind weg, aber das, die Mannschaft für mich gucke ich gerne, weil ich sehe die Entwicklung, das ist immer nur die gleiche. Und ich Weil das glaube, diese nach vorne Fußballspiel und dort, das gefällt mir immer noch in Paderborn, weil die war gut. Ich habe nur gesehen, da, ja, bis Ende der Saison war noch ein bisschen Kräftefell, war viel Verletzte oder ich weiß nicht, ob noch rote Karten auch noch gegeben ist, aber umsonst die Entwicklung immer noch weitermachen, meine Meinung nach. das, was du ansprichst, habe ich auch eben auch nochmal im Kopf gehabt. Die nächste Saison wird, glaube ich, auch noch ganz krasse Saison werden, wenn man sich so die Transferpolitik anguckt. Nicht nur aus Fansicht, sondern so ein bisschen auch, ich studiere Fußballmanagement Mo und deshalb so ein bisschen alle Faktoren ordentlich ein und sage, nächste Saison wird eine ganz krasse Saison, weil diese Saison war schon gut. Aber ich gehe auf ein Thema ein, was ich auch im Kopf hatte, aber hier Mike auch gerade reinschreibt. Deshalb, was ein Zufall dann auch, das passt ganz gut. Modern, wir haben ja eben so ein bisschen gesprochen, Traditionsvereine, aber es gibt ja Vereine, die erst neu gegründet werden, zum Teil oder wegen Geld oder mit viel, viel Geld. Du hast das Wort eben oft angesprochen, Leipzig als Beispiel. Was hältst du so von Konstrukt Leipzig, aber generell auch so modernen Vereinen, die auf einmal viel Geld reinstecken? Macht das nicht auch den Fußball kaputt? Für meiner Meinung ja, so ein bisschen. Nein, für mich ist schon, ich nehme das, weil das ist gut, weil das ist immer, man vom, zum Beispiel, für mich, ich bin einer Mensch mit Dingen, die ich nicht mag, weil das ist in der normalen Realität, wer leben wir? Ja. Wir sagen, der eine hat, der andere nicht. Ja, so. Wann eine Verein so wie Leipzig, die will rein in Fußball, die haben Geld. Wo ist das Problem? Die Menschen. Jeder kann sagen, Ja. was man will. Das kann man nicht hindern. Aber für mich, nicht nur, weil die Geld haben, dann haben die nicht recht, da in Fußball reinzukommen. Das ist falsch. Die kann Geld haben. Solange eine Mannschaft Geld hat, hat nie Meister zu werden. Sein Geld bringt ihm nichts. Richtig. So, das ist einfach, wie spielt einfach Fußball, geht nur momentan. Deswegen vorher habe ich gesagt, da unserer Zeit war keine viel Geld, wir haben nur richtig Gas gegeben, gute Spieler, alles im Raum geblieben. Bis das diese ganze jetzt letzte vor 4 Jahren kommen, diese Neymar-Transfer und jetzt die Fußballer sind so wie ich weiß nicht, so gut Drogendealer meine ich, weil du eine gute Produkt hast, dann bist du geschätzt und einfach nur höher gemacht und Abnehmer ist da, hat viel Geld, hat dich abgenommen. So. Wir hier in Deutschland, wir redet nur
alleine nur reich, wenn ich dich nicht mag, erzähle ich irgendwelchen Scheiß über dich. Mhm. So habe ich Gefühle okay. in Deutschland. Weil jeder ist gegen Leipzig. Verstehe ich nicht, warum. Weil die nur Geld haben, die kommen im Rhein in Fußball. So, was macht man, wenn eine Mannschaft, die keine Moyen hat, keine Budget hat, will reinkommen in Fußball-Bundesliga Deutschland? Dann fragst du dich, wie? Du hast nur Lizenz zu kaufen. Du hast das zu machen. Wie kannst du das alles nicht umsonst? Was machst du? So, und jetzt nimmst du Leipzig, die Geld haben, die gerade rein, die haben das nicht gekauft. Die haben das verdient. Ich war mal mein gleiches Jahr, wo ich nur mit Freiburg oder die auch gestiegen, mit Leipzig auch zusammen. Mhm. Ich war mal schon mit dem Freiburg, mit dem Hoffenheim zusammen auch gestiegen. Und das ist Mannschaften von unten bis oben auch gestiegen. So, die haben das alles nicht gekauft. Die haben nur gute Spieler geholt, um den dritte Liga, vierte Liga noch und den dritte Liga und zweite Liga vom zweiten Erste. So, das ist einfach nur, ist nicht gerecht. Ja, meiner Meinung nach ist halt so bei Leipzig, also ich bin ein sehr Kritiker, ich finde sportlich kann man nichts gegen sagen, es ist eine super sportliche Arbeit, obwohl man da auch in vielen Punkten drauf schauen kann, weil Leipzig zum Beispiel immer dieses Ziel hatte, Jugendspieler auszubilden und hochzuziehen, die im eigenen Kader ist bisher, glaube ich, kaum oder selten passiert, aber da finde ich so, ein Fußballverein ist halt Liebe, Co. etc., gehört auch für mich immer damit dazu und bei Leipzig ist ja, oder hat man das den Blick, dass eine Marke verkauft wird, also Red Bull, also das Getränk, vermarktet werden soll, aber der Fußball eigentlich im Grunde halt nicht egal ist, aber so ein Beiwerk ist, um halt Sichtbarkeit zu kriegen im Fernsehen, weil halt das ganze Stadion voller Werbung ist und Co. Das ist halt so ein bisschen, was meiner Meinung nach so diesen Traditionsgedanken Fußball kaputt macht, aber gut, du hast auch recht, also das ist Da gibt es keine richtige und falsche Antwort, glaube ich, in diesem Bereich. Mike schreibt, gute Leistung, aber Wettbewerbsvorteil, doch viel Geld, da können andere arbeiten, wie sie wollen. Ja, aber du hast auch recht, natürlich. Da hat er recht. Ja. Das ist so, das meine ich, weil Fußball gehört nur Geld. Hm. Aber die einzigste Sachen sind, für mich, jetzt guck mal, wir sagen, Meister. Wie viel bekommen Bayern München, weil die Meister werden? Hm. Geld. Ja, viel Geld. So. Wie viel bekommt eine Mannschaft, die Klassenerhalt gehalten? Wenig. Die nicht abgestiegen ist? Viel, viel weniger. So. Ja. So. Wie viel bekommt Dortmund zweite Platz, weil die Champions League spielen? Die bekommen Geld. Wie viel bekommen Leipzig, weil die Dritter oder Liverpool sind oder die qualifiziert Mannschaft, die qualifiziert Champions League, Europa League, die bekommen Geld. Warum bekommen jetzt die 10., 11., 12., 13. Geld? Dann für mich ich auch, ist nicht gerecht, weil die wäre Europa League oder Champions League nicht spielen. Und die qualifiziert sind, wäre Geld vom UEFA bekommen. Das ist auch nicht gerecht. So, das heißt, weil jede Saison eine Mannschaft, die qualifiziert in Europa League oder Champions League, Geld bekommen. Das Geld, was die bekommen, braucht eine Mannschaft, die nicht qualifiziert, auch das Geld, um wieder mehr Spieler zu holen oder mehr Kader zu verstärken. Hm. Aber wenn die nur die bekommen, die Summe, die bekommen nicht und nur Klassenerhalt bekommen, und weil die nicht Europa League, Champions League spielen, die bekommen nichts. Wo siehst du denn der Gerechtigkeit? Wir haben alle die gleiche Liga gespielt, vor mich. Richtig. Ja, ich gehe jetzt auch nochmal auf andere Fragen, die im Chat gerade kamen, von Marco unter anderem, aber nee, davor kam noch von HSV Rautendino. Wer war eigentlich Moos Lieblingsspieler und Vorbild? Wie bitte? Ich habe nicht verstanden. Welche Spieler waren deine Lieblingsspieler, mit denen du mitgespielt hast eventuell und dein Vorbild so vielleicht auch vorher schon? Mein Vorbild war für mich Ronaldo, der Brasilianer. Ja. Und Ronaldinho und Zidane. Die drei habe ich vom Vorbild als Fußballer. Mhm.
Weil Ronaldo, die Brasilianer, er ist Stürmer, er kann alles mit Ball machen, er kann laufen, er ist schon links-rechts aktiv, er ist gut. So, Ronaldinho ist sowieso, braucht man nicht sagen, wenn man im Spiel sieht, hast du nur Freunde am Spiel. Und Zidane ist einer für mich in dem Mittelfeld, die mit links-rechts alles machen kann. Und das ist für mich die drei Vorbild von mir als Fußball, weil es ist auch jeder Spieler, der mich was fragt, wem und so, weil das ist Fußball, kannst du sehen, wer Fußball spielt, wer nicht. Hier, was wir jetzt in unserer Welt jetzt, was wir hier gucken, das ist alles nur Zirkus. Und dazu noch in Zirkus, dann kommt Geld. Dann brauchst du noch nicht mal reden. Und dazu noch kommen die ganzen Kritiker, die ganzen Experten da, die nur das noch kaputt machen. Weil für mich seit 5 Jahren keine Junge mehr in Deutschland, der dich frei bewegt, der nie kritisiert wurden von dem Experten. Die Jungs haben Angst zu ihrer Leben. Du hast Angst, Freunde zu treffen. Du hast Angst, das zu machen. Alles, was du machst, ist nur ein Skandal. Weil ich jetzt nehme Embolo vom no, Doc, Gladbach Gladbach, noch. ja. Er war nur mit Freunden feiern. Ja, klar, er hat was Fehler gemacht, aber das ist in Corona-Zeit. Klar, das mag man nicht, weil das ist mit Corona-Zeit, mit solchen Maßnahmen keine Schwierig, Spaß. Aber wenn er das nicht in Corona, ich kann nur machen, was ich will, weil ich Fußballer bin. Das heißt nicht, dass ich verbot, irgendwas zu machen. Frauen treffen oder Party machen. Das gehört meinem Leben. ja. Ich kann mich nicht immer nur die ganze Zeit gesprochen, ja, die sind nur Vorbild, die sind da und die selber Arschlöcher, die auch nur zu Fernseher was zu erzählen, erzählen, ja, das ist Vorbild, das ist da. Die sind selber nicht korrekt, die waren nie mal im Leben korrekt, aber die sind da, weil das nur Fernseher, ah, das ist Vorbild, das ist gutes Spiel, das ist das. Und die gleiche Scheiße heute so, morgen so. Und das, was die Jungs haben, noch nicht mal Freizeit, Fußball zu spielen. Und da keiner Mensch davon redet. Aber ob das gerecht ist oder nicht, man kann seine Urteil geben. Aber das Fakt ist, seit 5 Jahren, 3 Jahre bevor Corona, und dann kommt noch Corona mit Maßnahme links, Maßnahme rechts, keiner Junge, der hier ist, glücklich Fußball zu spielen und sein Leben so, wie er will. Weil das ist so viele Experten. Nächster Tag, wenn du nicht gut spielst, ah, er war feiern, er hat schon jetzt, er macht nichts und. Das, was ist nie dazu gehört in Fußball. Fußball gehört Spaß und das ist. Und jetzt seit lange jeder fragt, warum diese Spieler, die wollten nicht mehr hier kommen und das und das. Ich kann dir genau sagen, ich habe zwei Leute, die ich persönlich auch kenne, ob das Aubameyang war nur im Dortmund. So. Hat er alles vom Spieler, vom alles gemacht, wo er gehen wollte. Dortmund macht Tür zu, versucht Dinge und das mit der Wohnung, mit das Haller, was die Kritiker nicht gesagt. Er immer noch seit Lewandowski, er ist der beste Stürmer, die da war. So, was über ihn gesagt, hier in Deutschland für die Kritiker, was nicht über Dembélé gesagt. So, das Na ist gut, alle bei gute Spieler. Die da. Jungs kommen, egal, eins, zwei, drei, und dann auf einmal fangen diese Neid. Diese ganze jeder Ding, er war feiern, er macht Party und so. Alter, wer seid ihr? Ihr seid nicht Späte. Macht mal, was die Spannung cool ist in euer Fernseher, euer Ding. Aber Jungs zu kritisieren, wir sind Afrikaner. Bei uns keiner Mensch in dieser Welt kann uns unser Leben hindern, wie wir leben. Unser Leben gehört Party, gehört Spaß, gehört alles. Und wenn wir auf dem Platz sind, wir sind da, Gas zu geben. Aber fang euch ja, er ist lange weg war, immer Party, Privatjet und das alles. Was habt ihr für Problem? Ja, richtig. Ich verstehe das nicht. Ja, Das, wir solange sind alle es. Menschen, jeder hat sein Leben und das ist das Leben. Aber ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass ich falsch bin, aber das ist in Deutschland, ist immer nur solches Dinge gesehen als Menschen. Und das, was ich sage, warum die manche Spieler vom Ausland will nicht nach Deutschland kommen, weil ich bin in diesem Fußballmilieu. Ich bin mit fast aller Spieler, die hier war, die nur Ausland sind, alles täglich in Kontakt.
und Freunde so wie immer gewesen. Mhm. Ob das mit Aubameyang oder Dembélé oder die ganzen Spieler, nur die hier nur war. Das wird dich überall gesprochen. In Deutschland wirst du nur beobachtet, was die Spieler machen, wann du nicht gut bist und so. Also, wir sind sogar Roboter. Irgendwas mal brauchen. Und wenn du dein Leist, also wenn du das nicht unter Griff bekommst, wirst du halt nicht eingesetzt und kriegst, wenn du halt zu viel Alkohol getrunken hast und am Training verkatert bist. Alkohol ist nicht das Problem. Nee, wenn du zum Beispiel viel Alkohol getrunken am Trainingsplatz deine Leistung nicht zeigst, wirst du halt nicht rangenommen. Das ist deine eigene Konsequenz. Aber bitte, guck mal. Nein. Entschuldigung, das ist dich, Kuppe. Nein, Entschuldigung, dass ich dich jetzt da reingeredet. Alkohol war nie Probleme. Ich habe eine der besten Spieler, der beste talentierte Spieler in Deutschland jemals gesehen, zusammengespielt. Ich kann dir Namen sagen. Jan Schimak. Meine Zeit in Hannover 96. Mhm. Jan Schimak kann kein Glas Wasser. Sein Glas Wasser ist Wodka. Krass. Jan Schimak, kannst du mal googeln, siehst mal, der Spieler wird vom Hannover nach Leverkusen verkauft. Er hat keine Wasser sein ganzes Leben, wo seit er 17 hat nicht Wasser getrunken. Seine Wasser ist Wodka. Er liefert dir das Spiel, er sagt dir links, rechts, er schießt den Ball, wo du den Ball haben willst. Er ist besoffen. So, Alkohol ist nie Probleme bei dem Menschen. Ich meinte, Probleme ist der Mensch ihm selbst. Ja, ich meinte, wenn er die Leistung dann nicht bringt, ist er halt dann selbst schuld, wenn er zu viel gefallen hat. Wie willst du denn Leistung bringen, wenn du nur gejagt wurdest? Ja, richtig. Wenn du nur immer vor die Leute, die nie dir Chance gibt, richtig, einfach nur gejagt, er ist das, er hat gefeiert, ich habe Info. Die Leute leben nur über Info, über die Leute. Ob das falsch ist, interessiert die nicht. Ja. Die bringen das nur raus. Natürlich. Und das von sein. Welche Ausländerspieler hier kommen, wo einfach nur umgeben kennenlernen muss, haben noch nicht mal Zeit, andere Leute kennenzulernen. Du kannst nur die Spieler, die du mit trainierst. Jeder Spieler nach dem Training ist nur nach Hause gegangen. Du kannst noch nicht mal die Stadt. Du kannst nichts machen, wo du noch nicht mal beobachtet. Und dass du noch wird von dir verlangt, Leistung zu bringen. Wirst du Spiel oder nicht beleidigt? Wer kann mir sagen, Aubameyang hat seine Leistung nicht in Dortmund gebracht? Yes. Nee, ich meinte ja auch eher der Bereich, wenn du es dann beim Feiern zu übertrieben hast und dann deine Leistung nicht bringst, wirst du halt nicht drangenommen, weil du die Leistung nicht bringst und da ist es egal, was du im Vorfeld gemacht hast. Das meinte ich. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt vielleicht. Also aber die Leistung. Ja. Du kannst nicht immer vom Diskothek direkt zum Spiel gehen. Nein, das hat keiner Mensch geschafft. Ja. So. Du gehst nur, wenn du frei hast. Wann deine da Freizeit gab's auch schon Spieler. Dir selbst. Training, aber nicht Spiel. Ich spiele, bis jetzt habe ich nie gesehen, einen Spieler nur da zum Spiel. Und deswegen meine ich, aber trotzdem, hier wäre es vom A bis Z kritisiert. Und das ist das Problem in Deutschland momentan. Ich habe kein Problem damit, weil ich bin froh, ich bin nicht mehr in diese Richtung, weil ich da bin, ich werde einer nach dem anderen live im Gesicht und Fernseher sagen, weil interessiert mich nicht. Klar. Weil die mag nur Leben von die anderen Jugend schwer und kaputt. Und das mag man nicht. Das mag man nicht mit dem Jugend, die langsam jetzt anfangen, ihrer Karriere, ihr Leben was zu schaffen. Eine 50-jährige Experte oder 60-jährige oder 30, 35-jährige Experte hang dich mit einer der 18 Jahre, 19 Jahre, weil die einfach nur ihre Meinung sagen. Richtig. Und deine Meinung wäre auch viel gehört. Was sagst du denn? Wenn ich jetzt so selber sage, guck mal, Musiala, der Junge vom Bayern. So jung. Ja, guck mal, richtig. Der Junge an. Ja. Der Junge hat noch nicht mal 2 Jahre Führerschein. Vor ein Jahr hat er seinen Führerschein schon Ende. So, der Junge bringst du ihm, wo du willst, er wird dir Fußball spielen. Ja, klar. So, was willst du denn? So einer, wann der andere Mannschaft, weil jeder hat seine eigene weg. Lass ihm schon, gib ihm schon Chance. So, und das ist das, was wir sagen, Vorbild. So, diese Name höre ich überall. Wenn du selber ein Experte, du hast keine Vorbild.
Du gibst dir so im Fernseher eine Junge zu kritisieren. Und du kannst nicht auf diese Junge erwarten, dass er auch groß werden und seine Vorbilder nennen. Weil du bist da, Vorbild musst du selber sein und diese Junge zu motivieren. Motivation, wo kommt Motivation? Wenn der Junge falsch spielt, schlechtes Spiel macht, da musst du vor der Junge sein, ihn motivieren, ihn schützen, um ihm Kraft geben, damit er weiß, genauso, nächstes Spiel oder was kommt, er ist motiviert. Aber wenn Junge schlecht spielt und das du nur haust du ab, scheißt du auf das, weil da, weil er nicht mag und das und das. Also, das finde ich das schlechte Vorbild, das wir hier bei Experten in Deutschland Ja, haben. auf jeden Fall. Und ja, hier kam gerade noch was rein im Chat. Von Mike, ich würde lieber auch was Positives über seine aktiven Zeit hören. Vielleicht kannst du uns ja auch noch irgendwie so ein paar coole Stories über deine aktive Zeit nochmal vielleicht kurz erzählen. Irgendwie so deine drei, vier Highlights vielleicht, wo du sagst, boah, geil war das. Ja, da habe ich immer nur gute Zeit. Bei mir immer nur, immer, ich trinke nicht, ich mag Party. Und ja, meine Zeit, wo, ja, meine Highlight habe ich schon noch gesagt. Ich hätte auch noch sagen können, Marco Reus hätte noch keinen Führerschein erhalten, hat mein Auto gefahren, meine Porsche gefahren, immer. Und bis genau, das war für mich noch Highlight. Okay. Weil da ist für mich der legendäre Highlight für mich in meinem Leben. Marco hat keinen Führerschein, wusste ich nicht. Wir haben immer Autos getauscht. Ja, und dann, wo das nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, dann Ja, kommt Marco, richtig. hat keinen Führerschein da angehalten. Da habe ich, das meine ich, du denkst, du kannst jemanden anscheinend, du kannst nie, du wirst nie jemanden kennen, weil Marco hat mir nie gesagt, er hat nie Führerschein. Und er hat auch immer Auto gefahren, er hat nie kontrolliert. Er hat auch immer mein Auto gefahren. Und jetzt, das wusste ich nicht, wo ich das mitbekomme, dann war ich da richtig baff. Das kann ich glauben. Richtig baff. Ja. So, das war für mich der Beste in meiner Aktivzeit. Ein bisschen, wenn ich an das denke, fange ich einfach nur zum Lachen. Weil das war coole Trip. Aber du hast ja auch so viele Stationen, vielleicht ist das jetzt so Richtung Ende, die letzte Frage speziell dazu, bevor wir gleich am Ende auch noch eine Frage stellen, die ich jedem stelle. So viele Stationen, die man hat, ist es eigentlich ähnlich immer oder ist wirklich die Kultur, Vereinskultur immer unterschiedlich? Also ich sag mal, das Leben eines Vereins, die Art und Weise, wie man dann hinkommt, ist es sehr ähnlich oder ist es immer unterschiedlich trotzdem irgendwie? Jeder Verein hat was anderes. Ja, ich glaube, jeder Verein hat schon seine Methode, aber das ist alles gut, wenn du neue Spieler kommen hin und das ist das. Das ist gut für mich, meine Situation. Ich war bei einem Verein, wo ich 6 Jahre Vertrag habe. Das ist, wo ich mehr lange bei Hannover war. Vor 2000 bis 2005 war ich bei Hannover. Und da war der längste Verein, wo ich in Deutschland bin. Danach, dann habe ich mich entschieden, keiner Verein werde ich 2 Jahre. Jeder Verein bin ich nur 1 oder 2 Jahre. Und dann, wo ich bei Duisburg war, zweites Jahr, wo ich noch verlängern, nein, bin ich nach Freiburg, weil wir auch gestiegen. Dann habe ich gesagt, ich fange mal den Aufstiegstrophäe zu sammeln, wo wir mit Duisburg auch gestiegen bin. Dann habe ich Angebot von Freiburg, da muss ich noch zum dem WM. Und dann wusste ich schon, wenn ich hier vom Duisburg nach WM fahre, dann komme ich nicht mehr zurück in Duisburg. Und dann habe ich schon von dort einfach nur bei Freiburg unterschrieben. Und dann bin ich auch bei Freiburg zweites Jahr, dann wo wir auch gestiegen, noch nicht 3 Spiele vom Ausstieg. Und dann wusste ich schon, dass die Mannschaft mich will, habe ich das mit meinem Berater gesprochen. Und dann habe ich auch gesehen, boah, ja, jede Woche, wir haben nur in Freiburg nur eine kleine Diskothek, da Kegin da oben. Und das ist manchmal, wenn ich feiern will, dann muss ich nach Basel immer lange fahren, brauche ich nicht, weil von hier bis Düsseldorf oder Köln, ich schon 5, 6 Stunden, dann hast du nichts genossen, dann wieder zurück, musst du zum Training und dann muss ich wieder diese Weg zurück. Und das war nach Ausstieg, dann bin ich vom Freiburg, dann vom Borussia Mönchengladbach, weil ich der Verein
als Kindheit auch mag, weil da immer Derby, Dortmund, Gladbach, das ist immer die beiden Mannschaften mit BB. Ist immer gucken. Und dann bin ich dort, habe ich tolle Mannschaft mit Marco, De Camaro, Arango, Ter Stegen und Dante und Bobadilla und Ja. die, wir haben schon die ganze amerikanische, südamerikanische Connection da. Das war, wir haben Top-Mannschaft, leider nur die Ergebnisse bis Ende der Saison war echt gut, aber wir haben die beste Gruppe, das bis jetzt kann ich sagen, als richtig Gruppe, die einfach nur zusammenpasst, die alles zusammen macht, immer ob das Training Spaß und so, das ist auch die beste Gruppe bis jetzt, die ich habe. Cool. Und dann, ja, vom Gladbach dann, nach einem Jahr, dann bin ich wieder nach Frankfurt hier, weil die Frankfurt war, Mifé hat mich schon angerufen, haben wir gesprochen, er sagt, ich muss aussteigen mit Frankfurt und deswegen in meiner Liste, du bist die Nummer 1, wann du kommst, ich habe dich überall beobachtet, wann du hier kommst, dass du so einen Stürmer-Typ brauchst, so wie du, Bälle halten und einfach Kopfballstark und da, das Einzige, was bei meiner Mannschaft fehlt. Der Rest hast du schon, die, die dich futtern und das alles deutlich mit mir gesprochen, mich Vertrauen gegeben. Dann bin ich nach Frankfurt, nach erster Spieltag schon, denn kann ich hier, kann ich was bewegen. Die Fans sind da und da, die lieben mich schon am ersten Tag schon, dann da hat mich auch motiviert und da habe ich auch gezeigt, was ich kann. Und dann habe ich die Fans versprochen, dass ich werde erste Liga mit Frankfurt. Ob schwer, aber ich bin da, wo ich war, habe ich immer einfach gemacht. Das werde ich auch mit Ost einfach. Und so diese Weg bin ich mit den Fans, habe ich die meine Seite genommen und dann ja, dann leider das auch geschafft. Und da wir sind in Unterhachen gespielt, da wo Frankfurt nie gewonnen. Das ist 3 Tage vor dem Spiel, hat mich eine Journalist gefragt, habe ich gesagt, ja, ich gehe dort. Ich werde gewinnen, weil ich dort bin und ich werde Eintracht Frankfurt in die erste Liga bringen. Ob du das willst oder nicht. Wenn du das willst, dann komm einfach mit und dann schau, wie ich da Tor mache, wie wir aussteigen. Das habe ich am Donnerstag gesagt und dann Samstag gespielt. Und dann habe ich die beiden Tore gemacht und dann steht dort, Idrissou schießt Eintracht Frankfurt 3 Spiele vom Ende in die erste Liga. So ist das. Ein Mann, ein Wort. Und die Fans lieben mich hier. Ob ich jetzt noch nicht mehr aktiv bin, aber in die Stadt, egal wo ich bin, die Fans, die Dressur, das bleibt Leben lang. Ja, im Chat ist hier auch Fantastic Mike, der bei der Aufstiegsfeier direkt an der Bühne stand. Genau, Ja. so klein ist dann die Welt. Und mega spannende Geschichten von dir und mega spannender, wie nennen wir das, Inhalt und Worte, diese Worte, einfach Ehrlichkeit und das, was wir sagten, Ehrlichkeit haben wir ja schon heute öfter gesagt, finde ich sehr spannend. Waren Derbys für dich sehr besonders oder auch 3-Punkte-Spiele? Auch eine coole Frage. Ja, aber das ist für mich schon Ehrlichkeit, das geht nicht um Punkte. Punkte ist, helfen nur Mannschaft, wenn du gewinnst. Aber wenn du ehrlich miteinander bist, dann schaffst du auch mehr, als du, wenn du nicht ehrlich bist. Weil du nicht ehrlich bist, das heißt, du lügst. Lüge kommt eh immer raus. Wenn die anfangen rauszukommen, dann bist du erledigt. Und das ist, weil ehrlich, wenn du ehrlich bist, vielleicht dauert das, bis das einfach so, wie wenn du einfach nur eine Mannschaft in eine richtige Weg zeigen musst. Das kam nicht von heute auf morgen. Das ist eins. Und warum das hier in Deutschland Fußball? Ich nehme nur, wo ich lebe, wo ich als mein Land kenne, so wie Deutschland. Ich lebe hier, ich habe alles gesehen. So, ich nehme einen Trainer, den ich schätze, Jürgen Löw. Er war Deutschland ehrlichste Trainer aller Zeiten gewesen. Okay. So. Wo er angefangen, nicht ehrlich zu Spieler zu werden, die Mannschaft ist kaputt gegangen. Warum? Weil Dinge, die normalerweise immer geschwiegen, 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 und dann auf einmal fangen die rauszukommen. Weil das war, komm, unehrlich. Du kannst sagen, heute A, morgen B. Und das sind die Spieler, die da lange da sind. Du musst ehrlich miteinander sein, so wie damals. Wenn du anfängst, deine Meinung selbst zu ändern an Mannschaften, die dich als Mensch da im Gesicht gesehen, so wenn du anfängst, nicht ehrlich zu werden, dann
geht das auseinander. Und so war das Nationalmannschaft. Ja. Ich war mit fast allen Spielern befreundet. Ich kenne die alle, ich weiß alles, was da abgelaufen ist. Weil da am Anfang Ehrlichkeit da. Wenn diese Ehrlichkeit anfängt zu verschwinden, dann ist die ganze Gruppe, gibt keine Bremse mehr. Ja, sehr cool. Und da hast du recht, also ja. Man hat oft gesehen, irgendwo, ich glaube auch eine Zeit lang hat man auch gesehen, dass sich mehr um Marketing-Themen zum Teil bei der Nationalmannschaft gekümmert worden sind als der Fußball. In der Russland, ich glaube in der Russland-WM, in der Russland, als sie in Russland waren, da hat man das gemerkt. Da wurde sich viel mehr gekümmert, dass Spieler irgendwo mit Sponsoren abgelichtet werden, als wirklich der reine Fußball und Erfolg. Ja. Und das hat man gesehen irgendwann mal. Ja, kommen wir, glaube ich, so ein bisschen Richtung Ende. Ja. Und komme ich zur letzten Frage, die ich jedem stelle, egal ob es ein Spieler ist, Trainer, Fan etc. Und bei vielen fällt sie schwer, aber bei dir ist, glaube ich, so, dass die Frage, du musst eine Antwort finden dazu, weil du viele wahrscheinlich hast. Eine Story, nicht eine Story, sorry. Ich frage immer, was war die lustigste Geschichte in deiner Fußballzeit, wo du jetzt drüber lachst, wo, oder immer noch die Hände vor dem Kopf machst und sagst, ach du Scheiße, weil andere, alle anderen noch drüber lachen bis heute. Ja, hast du da irgendwas Lustiges, was man von dir vorher noch nie gehört hat vielleicht? Nie gehört? Ja. Boah. Okay, jetzt haben wir ihn doch noch. Ich habe gedacht, er hätte keine. Oder doch, er hat eine. Nein, ich habe, wie soll ich das erklären? Bei mir die lustigste war, ich habe mit jemandem telefoniert. Er ist schon, wir sind schon verabschiedet. Und dann bin ich einfach nur weiter gesprochen, so wie er nur da ist. Ja. Denn halbe Stunde lang ich bin am Reden, dann höre ich, ich rede selbst, ich rede mich selbst. Ja. Und dann höre ich rede mich selbst, dann rufe ich ihm an, sage ich, hey, ich rede mit dir, du bist schon weg. Er sagt, ja, wir haben uns schon verabschiedet. Und das war für mich das Lustigste bis jetzt. Ja. Das, ja, das war immer noch, wenn ich an das denke, dann lache ich, weil das ist immer, deswegen mit diesen Kopfhörern da zu reden, das ist manchmal schon ein bisschen Risiko. Peinlich, aber zum Glück, das passiert, ich bin ein Auto gewesen. Aber das war lustig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ja, mega, mega, mega. Dann komme ich jetzt, bevor du die letzten Worte hast, in der Gast der Wochenschau am Mittwoch hat immer die letzten Worte. Boah, es fehlt, glaube ich, wenig, also mir fällt jetzt nicht viel ein, dass ich so viel reinpacken kann in die letzten Worte von mir. Ich bedanke mich einfach bei dir, es war so mega krass, mit dir gesprochen zu haben, mit so einer wirklich lebenden Legende im Fußball. Jeder kennt dich irgendwie, dass du überhaupt zugesagt hast und mir irgendwann mal eine Audio geschickt hast. Hey Bro, ich so, hä? Wer ist das? Das ist Moe Drissou, so locker und sympathisch und so nett. Das trifft man auch nicht so oft und mega froh, dich kennenzulernen, bald nochmal richtig danke, kennenzulernen. Danke. In, nicht nur hier virtuell, sondern auch persönlich, in einem Monat dann auch. Und ja, freue mich mega. Und danke, dass du da warst. Diese Botschaften waren krass. Ich glaube, der Chat hat auch viel Zustimmung geschrieben und viele haben sehr still zugeschaut, die im Chat waren. Und danke dir. Und Bitte, jederzeit. Ich freue mich schon. Ich hoffe, bald sehen wir uns. Ja, genau. Dir die letzten Worte und ja, euch noch einen schönen Abend, Chat. Schön, dass danke, dass ihr da wart. Und wir sehen uns Freitag um 20 Uhr. Sowieso. Mit Tobias. Ich freue mich. Genau. Gut. Danke nochmal für die Einladung jederzeit und ich freue mich bald, dass wir uns sehen. Und jederzeit, man einfach nur muss aufhören mit dieser ganzen Quatsch da raus, die Leute in Gesicht erzählen, in diese ganze Lüge, weil das ist, wo unsere Welt jetzt befindet. Aber Dinge muss passieren, damit die wieder gut werden. Also von daher, ich bin so, wie ich bin und ich werde auch so Leben lang bleiben. Also Ehrlichkeit gehört dazu. Wenn man nicht ehrlich ist, dann das ist seine Sache, aber Ehrlichkeit gehört dazu, weil dank unserer, um ehrlich zu werden, so viele Menschen haben Probleme, so viele Kinder leiden, so viele Menschen leiden. Also das ist das, was man kümmern kann. Also am Ende, man muss das selber schauen, was ihm richtig ist. Also wir alle sind Menschen, unsere Familie sind unsere Familie und keiner Mensch, der will, seine Familie leidet.
Sowieso, keiner will das. Also man muss nur denken, so wie wenn Dinge dich passieren, schlimm, willst du das nicht, dass andere Menschen passiert. Also deswegen, wir bleiben zusammen, wir halten uns zusammen und Ja. das Leben geht weiter. Dieses Leben ist so kurz, Dinge zu tun. Lieber Gutes tun, als komische Sachen zu machen. Komische Sachen haben wir aller Zeit davon, aber erstmal die, die unsere Hilfe brauchen, sind dringend Hilfe benötigt. Also, ich freue mich, danke Yes, nochmal und danke ich hoffe, dir.